Mein persönliches Highlight gab es aber ganz woanders, nämlich im ZDF. Im ZDF, da gab es das große Sommerinterview mit Markus Söder. Okay, auf jeden Fall sollte er da im Interview Rede und Antwort stehen. Und einer scheint da nicht ganz mit einverstanden gewesen zu sein. Achten Sie bitte mal beim Intro ganz genau auf den Storch. Die Schönheit der Natur. Haben Sie es gesehen? Haben Sie es nicht gesehen? Können wir noch mal gucken? Ey, ich sage Ihnen, der Storch zeigt mehr Haltung als alle Politiker zusammen. Ich habe mich nur gefragt, woher wusste der Storch, dass Söder zu Gast sein wird? Er muss sehr gut informiert sein, der Storch. Ja? Oder welcher Mitarbeiter beim ZDF hat sich gedacht, so, euch versaue ich jetzt mal schön das Intro und schneide einen kackenden Storch da rein. Wolfgang, was ist der Unterschied zwischen dem Storch und Beatrix von Storch? Bei dem Storch kommt die Scheiße hinten raus. wir sind auch gleich durch mit dem Thema Verdauung. Ganz kurz nur noch eine Sache. Und zwar bei Hart aber fair, da habe ich auch was gesehen. Und zwar, da war der Dokumentarfilmer Stefan Lambi zu Gast. Und auch der schien irgendwie Druckprobleme gehabt zu haben. In der ich diesen Tweet gelesen habe, das erste Mal. Man sieht das ja, das war der 19. April. Haben Sie es gehört? Wir schauen uns das auch noch mal an. Nachdem wir so eine kleine Pause, dann hören Sie mal ganz genau hin und dann achten Sie auf diesen erleichterten Gesichtsausdruck von Ihnen. In der ich diesen Tweet gelesen habe, das erste Mal. Man sieht das ja, das war der 19. April. Ich sag's laut, Lamm vom Fernsehen. Dafür zahle ich gern Gebühren. Ich meine, das kommt auf uns alle zu, Wolfgang. Ne? Im Alter, bist du mitten im Gespräch? Ja, da wollte ich nur mal kurz sagen. Wichtig ist, du musst dann sofort weiterreden. Ne? Ja, alles klar, schön, dass du da bist. Also. Ah, so, das war's jetzt.